Hi, mein Name ist Thomas Foster und das ist die erste Folge von Der Sound der Charts in Kooperation mit den Zeitschriften Keys und Recording Magazin. Jedes Monat gibt es eine neue Folge, in der ich euch ein Detail zeige, wie man den Sound der aktuellen Charts produziert. In der heutigen Folge geht es um ein sehr spannendes Thema. Das erste Mal zu hören war es wahrscheinlich in den ersten House- und Techno-Tracks Anfang der 80er. Und heute noch ist es ein wichtiges Element in jedem Break. Mehrere Generationen schrien laut und tun das heute noch, wenn es zu hören ist. Die Rede ist von Snare Roll. Ein Element, das aus der elektronischen Musik nicht mehr wegzudenken ist. Zu hören ist der Snare Roll zum Beispiel in aktuellen Tracks wie Rise von Jonas Blue. Wie macht man so einen Snare Roll, damit er zeitgemäß klingt und was muss man dabei beachten? Das zeige ich euch jetzt. So ein typisches Break ist zum Beispiel 16 Takte lang und solche 16 Takte haben wir hier vorbereitet von Takt 5 bis Takt 13 und da habe ich mal so eine Akkordfolge vorbereitet, bestehend aus einem Klavier, ein paar Orchesterstreicher, ein Synthpad, einen sehr dezenten, nicht zu tief gespielten Bass und diesen Snap, der auf 2 und 4. Und da wollen wir jetzt so einen Snare Roll machen und dafür habe ich auch schon einen Sound vorbereitet, eine 808 Snare von dem berühmten Drumcomputer TR-808 der Firma Roland. Und da machen wir jetzt mal einen halben Takt und stellen unser Grid in der Pianorolle auf 16 und setzen diese Snare auf dem ersten 16. Dann lassen wir 2 frei, auf dem 4. wieder, dann lassen wir wieder 2 frei und hier bei 1, 2, 3 setzen wir auch noch eine. So, und das können wir gleich mal über die erste Hälfte ziehen, also bis Takt 9, 8 Takte lang. Perfekt. Das wiederholen wir dann gleich mal da hinten, da kopieren wir uns das mal hin. Aber da machen wir jetzt eine Änderung, weil nach 8 Takten wollen wir ein bisschen steigern. Wir setzen auf jedes leere 16. eine weitere Snare mit weniger Velocity, also ein bisschen leiser. So, die machen wir hier rein und kopieren gleich nochmal dahinter. Ich kopiere mir die 2 nochmal für hier und eine schiebe ich da nochmal drauf. Und das Ganze klingt so. Das tun wir jetzt auch mal. Hier loopen wir über die ganzen 8 Takte. Da nach 4 Takten wäre es natürlich schön, wir haben eine Steigerung. Also könnten wir hier einmal kurz die letzten 2 durch 32, also doppelt so schnell, ersetzen. Hören wir uns das mal an. Sehr schön. Und ganz hinten wollen wir auch nochmal steigern. Auch da schmeißen wir wieder 32 rein. Stelle also mein Grid hier auf 32 und kopiere mir die Snare über den gesamten Takt in 32. So, das hören wir uns auch an. So, und jetzt wollen wir natürlich nicht bis zum Ende Gas geben, denn am Schluss müssen wir nochmal in den Track Luft reinlassen. Manche fügen sogar einen ganzen Takt ein, den sie nochmal leer lassen, wo maximal Soundeffekte sind. Wir machen jetzt einfach den letzten halben Takt, also ab der Hälfte von Takt 12. Alles, was wir noch brauchen, ist ein letzter Akzent am Beginn. Also kopiere ich das Pattern nochmal hin und lasse nur den ersten Schlag drin. Wunderbar. Das hören wir uns mal als Ganzes an. Macht auch ein Pattern draus, dann können wir uns das hier komplett anschauen. Jetzt kommen die 16. durchspielend. Hier mal kurz die 32. Und jetzt. So, jetzt wollen wir die Snare noch ein bisschen steigern und das machen wir mit der Tonhöhe. Also wir drehen das Sample höher. Dafür habe ich schon vorbereitet hier die Automation. Das Ganze ist ja ein Sample und da gibt es einen Parameter, der heißt Transpose hier und den können wir automatisieren. Und das Ganze starten wir hier bei der 11, nachdem wir schon auf plus 1 stehen. Ich will am Ende genau eine Oktav hochgehen, also gehen wir hoch um 12 Halbtöne auf 13. So, hören wir uns das kurz an.
Jetzt ist es noch schön, wenn es gegen Ende noch schneller wird. Deshalb machen wir da so eine Kurve rein. Super. Das Ganze würde ich gerne noch mit einem Soundeffekt ab der Hälfte unterstützen. Also habe ich hier schon mal eine Spur vorbereitet, wo wir einfach einen Synthesizer haben mit weißem Rauschen. So, und da zeichnen wir jetzt gleich mal ein leeres Pattern ein und machen irgendeine Note rein, ganz egal welche. Und die machen wir über die komplette Dauer. Um die interessante klingen zu lassen, ich habe hier oben eine Bassdrum. Die spielt die Vierteln. Die ist nicht hörbar, ich habe sie abgedreht, aber die wählen wir als Eingang in den, als Sidechain-Eingang in einen Kompressor. Jetzt sind wir auf dieser Geräuschspur, wo dieses Rauschen ist, und das sehen wir schon im Sidechain den Ausschlag von der Bassdrum. Und wenn wir jetzt den Threshold hier runterziehen, hören wir, wie der Soundeffekt immer, wenn die Bassdrum kommt, weggeht. Klingt schon ein bisschen spannender, aber was wir jetzt natürlich machen müssen, ist, dass wir hier einen Filter nutzen. Und mit diesem Filter fangen wir vielleicht bei 500 Hertz, sage ich mal, könnten wir mal probieren anzufangen. Und ganz hinten sind wir ganz oben. Hören wir uns das mal so an. Spitze. Und wir könnten natürlich zeitgleich noch die tiefen Frequenzen wegnehmen. Das heißt, wir fahren auch hier tiefer als 100 Hertz. Brauchen wir sowieso nichts. Auch hier fahren wir so ein bisschen hoch. Auch hier vielleicht wieder ein bisschen mit so einer Kurve. Auch dem könnte man eine leichte Kurve geben. Okay. Ja, das Einzige, was jetzt noch wichtig ist, dass auch unser Track nach oben wegzieht. Dafür habe ich auf der Akkordspur schon vorbereitet hier einen Filter. Und den lassen wir lange Zeit unten. Nur ganz am Schluss soll auch der nach oben wegziehen. Hören wir mal, wie stark wir das machen. Und vielleicht ein bisschen zu viel. Gehen wir nur bis 3 kHz und machen auch hier eine Kurve rein. So, dann hören wir uns mal alles im Zusammenhang an. Die letzten 30 Jahre war der Snare Roll in den Charts zu hören. Bitte schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt. Wird es auch die nächsten 20 Jahre so bleiben? Oder hat der Snare Roll seinen Peak erreicht und wird in Zukunft keine Rolle mehr spielen? Mein Name ist Thomas Foster und das ist der Sound der Charts, eine Kooperation mit den Zeitschriften Keys und Recording Magazin. Jedes Monat gibt es eine neue Folge, in der ich euch ein Detail zeige, wie man den Sound der aktuellen Charts produziert. An der Stelle sage ich, danke fürs Zuschauen, immer schön kreativ bleiben. Cheers!